man versucht offenbar, oder jedenfalls einige Kreise versuchen, eine Stimmung zu erzeugen hier im Land, dass sozusagen die Bundestagswahl bedroht ist durch entsprechende Cyberangriffe aus Russland. Damit wird natürlich so auch so eine Hysterie erzeugt. Und in einem solchen Klima wird es natürlich auch schwieriger sein, kritische Äußerungen, oppositionelle Äußerungen, etwa zur Außenpolitik der Bundesregierung zu machen. Und die werden dann, solche kritischen Äußerungen könnten dann eben als Kreml-Strategie denunziert werden. Und ich hoffe nicht, dass es gelingt. Ich hoffe, dass durch die Antwort der Bundesregierung, die ja nun wirklich nichts Belastbares vorlegen konnte, dass durch diese Antwort diese Diskussion jetzt zurückgedrängt werden kann. Ja, es gibt natürlich, das muss man einfach illusionslos sehen, es gibt entsprechende transatlantische Netzwerke in der deutschen Politik, die sehr einflussreich sind, sehr mächtig sind, in den Medien, aber auch eben in der Politik. Und ich will ein Beispiel bringen. Ende November erschien eine Studie des Atlantic Councils, eines einflussreichen Thinktanks aus den USA, mit dem Titel Putins trojanische Pferde, also es war auf Englisch Putins Trojan Horses. Und diese Studie unterstellt hier nicht nur mir und Sarah Wagenknecht und Wolfgang Gierke, sondern auch dem amtierenden Vizekanzler Sigmar Gabriel oder Herrn Pofalla oder Gerhard Schröder oder Matthias Platzeck, unterstellt all diesen Personen Schlüsselakteure zu sein und als Putins trojanische Pferde zu agieren in Deutschland. Das ist natürlich schon eine sehr heftige Anschuldigung und sehr befremdlich angesichts des Vizekanzlers, der auch erwähnt wird. Und diese Netz, und das ist so ein Beispiel, wie hier Stimmung gemacht wird gegen alle, die in der Russlandfrage vielleicht eine etwas differenziertere Sicht haben und nicht den Eskalationskurs gegen Russland mitgehen wollen. Ich sehe mich auch dazu gehörig. Aber diese Netzwerke, die transatlantischen Netzwerke sind halt sehr stark, und viele lassen sich eben davon beeinflussen.